Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies hier ist Solas 128 oder wie wir auch wahrscheinlich sagen würden, Solas 128. Jawohl, das ist ein neues Spiel und das steht bei mir in den nächsten Tagen zur Rezension an. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme euch mal mit und wir zocken das gemeinsam. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall, es ist ein Retro-Knobelspiel. Und wenn ich hier auf die Optionen gehe, dann habe ich das ganz dringende Bedürfnis, meine Augäpfel auszuwaschen. Mir kommt so vor, als wäre meine Brille irgendwie total schlierig. Aber ich habe keine Brille. Und deswegen hänge ich wohl am besten mal meine nackischen Augäpfel einfach unter den Wasserhahn, dass es geht. Aber man sieht hier schon, Sprache auf jeden Fall hier multilingual aufgestellt. Ja, gibt ein paar nette Soundeffekte, kann man auch lauter und leiser machen. Also so, ich sag mal die Basics. Ja, und ich würde sagen, apropos Basics, wir fangen auch direkt mal an. Schauen uns das Ganze mal an. Hier jetzt erstmal Knight Rider, der in der Nacht auf uns zukommt. Und zack, Frontalunfall. So, und jetzt schauen wir mal, worum es hier eigentlich geht. Also ein ganz klein wenig habe ich schon mich warm gespielt, nur um die Spielmechanik mal zu verstehen, weil sonst stehe ich immer in diesen Let's Plays am Anfang vor dem Spiel wie der Ochs vorm Berg. Und deswegen habe ich mal reingeschaut. Ja, ihr könnt schon sehen, ist alles ein bisschen arg bunt. Dabei ist gar nicht so viel los auf dem Bildschirm, aber diese Glitches hier, die die ganze Zeit passieren, also diese kleinen Aussetzer, die sind jetzt nicht von meiner Recording-Software, sondern das ist so gewollt. So, und hier sieht man irgendwie ein Symbol mit der 2 da oben, ja, mit dieser römischen 2. Und dann wird es hier ganz wild und ganz bunt und dann offensichtlich geht irgendwas hüsch. Irgendwas ist kaputt und zack, Strom aus und wie immer, die Welt braucht uns, den Spieler, der die Welt rettet. Hier sieht man, überall fällt der Strom aus, alle Großraumdiskotheken hier ohne Strom, was für eine Scheiße. Und wieder sind wir gefragt und müssen eingreifen. So, und dann geht plötzlich das Licht an und Solas 128. Jawohl. So. Und damit beginnt das Spiel eigentlich auch. Ihr seht hier schon, das wird uns im Spiel auch noch ein bisschen verfolgen. Das ist der rote Faden, ja. Den brauche ich dann auch noch fürs Review. Und dieser rote Faden, der wird jetzt hier gleich rhythmisch. Das ist noch wichtig. Das wird noch eine Rolle spielen. Der wird hier rhythmisch durch das Spiel geleitet. So, was muss ich machen? Also, ich muss im Prinzip jetzt hier erstmal dafür sorgen, dass diese ganzen Lichtstrahlen immer schön durchlaufen. Dementsprechend, hier steht es schon, ja, linke Maustaste, aha, und dann hier einmal, aha, und dann muss jetzt dieser rote Laserstrahl, der muss hier nach hinten, und wenn dieser Laserpunkt dreimal getroffen wurde, dann kann ich da draufklicken und lande sozusagen im nächsten Abschnitt. So, hier am Anfang ist noch so ein bisschen Tutorial-Style, das sieht man schon. Zieh mit der Maus das Element darüber. So, machen wir. Und siehe da, schon geht's weiter. Hier sieht man auch, da gibt es so einen Fortschrittsbalken. Und zapp, zapp, geht's weiter in den nächsten Abschnitt. So, hier wird's ganz easy. Ja, hier muss man einfach nur das Ganze umlotsen. Und dann sieht man schon, geht es darüber. Aber jetzt kriege ich den Lichtstrahl nicht darüber. Warum? Ja, weil da oben drüber noch ein bisschen Action stattfindet. Das schauen wir uns jetzt mal hier an. Und da sieht man, sind wir im nächsten Raum. Hier oben auch ganz wirr. Ja, keine Ahnung, was das hier zu bedeuten hat. Das wird für uns sicherlich auch noch eine Rolle spielen. Hier kann ich jetzt nichts umlegen, nichts verschieben, aber ich kann die zwei, ups, miteinander vertauschen. So, und damit ist der rote Faden wieder unterwegs. Wir gehen wieder runter, legen hier einmal das Element um und siehe da, es geht weiter. So, natürlich, es ist wie immer, jetzt hier kommt erstmal noch so eine kleine Zwischensequenz. Zack, das ist jetzt sozusagen schon mal der erste
erste größere Abschnitt, den wir durchlaufen haben. Wahrscheinlich ist quasi das Tutorial abgeschlossen. Kann ich mir gut vorstellen. So, und jetzt geht es hier weiter. Ihr seht schon, hier unten haben wir so ein ganzes Arsenal an Spiegeln, sage ich jetzt mal, die wir nutzen können. Und dementsprechend tun wir das auch. Das hier ist so eine Art Doppelspiegel. Ihr seht es jetzt gleich. Genau. Und so funktioniert das. Jetzt sind wir hier quasi schon fertig mit dem. Und ihr ahnt es schon, je länger man das Ganze spielt, umso kniffliger wird es. Es kommen auch immer wieder neue Sachen dazu. Also das hier zum Beispiel, kann ich nicht verschieben. Ich ziehe und klicke und es tut sich nichts. Jetzt, die kann man zum Glück einsetzen für diese Zwecke. Und die kann ich ja frei verschieben. Und dann machen wir das mal. Und siehe da, wir sind schon durch. Bis dahin ist es ganz einfach, aber ihr merkt schon, ich habe natürlich mich ein bisschen damit beschäftigt. Deswegen habe ich da einen gewissen Wissensvorsprung. Aber das Ganze endet dann auch relativ schnell. Denn schon hier bin ich jetzt nicht mehr so ganz sicher. Das kann man doch bestimmt dahin umlenken. So, und hier sieht man aber jetzt schon, das Ding ist unterbrochen. Und diese Elemente hier, die kann ich aber auch nicht aktivieren oder so. Was nehme ich denn einfach mal? Ah ja, genau, wegschieben geht. Ah, das da oben ist sogar Aufbewahrungsbehälter für die Teile. Das scheinen so kleine Dämpfer zu sein. Also während die Teile weiterleiten, tun dies eben nicht. So. Natürlich wird man auch das noch brauchen. So. Das da. Hier, die Teile kann man nicht auf die schraffierten Flächen setzen. Also bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig, als hier einmal ums Eck zu gehen. Weil dann geht der Lichtstrahl hier wunderschön einfach durch die Gegend. Ja, aber Leute, was sagt ihr? Wie findet ihr es? Das würde mich interessieren. Dann kann ich es nämlich vielleicht auch ein bisschen in mein Review einfließen lassen. Ich find's ziemlich retro, aber ich kann mir eins gut vorstellen, nämlich dass so Rätselknacker unter euch, die werden das bestimmt geil finden, weil ihr seht jetzt schon, ne, es wird komplizierter. So, es wird auch ganz leise auf der Tonspur, weil irgendwie, ne, da passiert jetzt nicht mehr viel. Was kann ich denn hier machen? Oh, hier, die lösen sich gegenseitig auf. Das ist wohl nicht der richtige Weg. Ah, aber so geht's. Cool. Und jetzt? Hä? Muss da rüber? Da muss der Lichtstrahl hin. So ein Dreck. Das geht auch nicht, weil in diese Glitches kann ich keins dieser Elemente reinjagen. Das endet immer im Nichts. Ja? Ich kann auch nicht hier durch diese Elemente hindurch, durch diese, ich sag mal, Wände. Das funktioniert auch nicht. Ich zeig's euch mal ganz kurz hier so. Das geht auch nicht. So, und nun? Oh, hier unten sehe ich, da haben wir auch noch einen Stein. Das ist auch so ein Dämpferelement. Jetzt machen wir mal mitten rein. Ist das jetzt gut, schlecht? Also grün läuft auf jeden Fall mal weiter, das finde ich gut. Und wir haben ja gelernt, das hier sind ja so Aufbewahrungsbehälter. Insofern kann das doch so falsch eigentlich gar nicht sein. Oh, jetzt läuft es hier nach unten. Das ist vielleicht, Moment mal, ist das vielleicht gar nicht mal so doof. Kann ich das so machen und dann so? Ha! Ja, toll, super. Schon gelöst. Großartig. Es gibt übrigens auch, das habe ich hier gesehen schon, eine Hilfefunktion. Die werde ich ja wahrscheinlich schon sehr bald brauchen. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist hier los? Wir haben hier das da und dann haben wir das da. Ah, hier. Hier unten. Hier unten hat es noch Elemente. So, und dann einmal noch hier rüber und dann... Hä? Das ist nicht gut. Das habe ich mir anders vorgestellt. Da unten, das hat zwar funktioniert, aber hier oben habe ich noch irgendein Problem. Moment mal. Da klappt irgendwas nicht. Diese Lichtstrahlen, die
kreuzen sich. Und weil sie sich kreuzen, funktioniert es nicht so, wie ich es gerne hätte. Schaut mal. Kann ich das drehen? Nee. Moment. Moment. Das kann doch auch so durchlaufen und dann so. Und dann vielleicht so. Ha, ich glaube, es funktioniert. Pass mal auf. Keine Ahnung, ob das so wirklich die Lösung ist, aber jetzt so im ersten Moment wirkt es doch alles zielführend. Toll. Ja, also mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar. Mich interessiert es brennend, ob ihr, wie euer Eindruck ist von dem Spiel. Und auf die Art und Weise könnt ihr ja auch mal so ein Spielreview mitgestalten. Ist doch gar nicht schlecht. Würde mich interessieren. Und was mich auch interessieren würde, ist, wie ihr so zu dieser Optik steht. So dieses ganze Retro-Feeling und so. Ich finde es eigentlich schon ganz interessant. Dementsprechend kann man sich das hier schon mal ein bisschen genauer angucken. Was ist jetzt hier los? Ah, da oben habe ich noch mal ein Element. Dann kann ich da was machen. Nämlich so und so und so. Genau. Ist das nicht der Raum, wo wir ganz am Anfang gesehen haben mit der 2? Ich glaube, da ist was dran. So. Ich sehe hier eine Lücke, also baue ich da mal was hin. Die kann ich jetzt irgendwie nicht drehen. Da habe ich noch mal eins. Oh, ich muss aber da hoch. Oder? Habe ich irgendwas übersehen? Nein, ich muss das schon da durch. Lotsen. Nee, so geht's schon mal nicht. Vielleicht so. Und dann hier. Ja, dann halt so. Moment, jetzt muss ich wieder rüber. Und nun? Oh, ich habe was ausgelöst. Großartig. Ja, also Leute, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle einen Cut. Mich interessiert wahnsinnig, was ihr sagt, wie ihr zu dem Spiel steht, was ihr glaubt. So wie ich verstehe, das Ding räumt jetzt hier ein bisschen auf. Ihr seht, unten sind die ganzen, diese Glitches, die sind alle verschwunden. Das sieht doch jetzt eigentlich ganz gut aus. So, also ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst mir einen Kommentar da. Lasst mir auch gerne ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil spätestens am Samstag ist das nächste Gewinnspiel dran. Übrigens, falls ihr noch nicht am Gewinnspiel teilgenommen habt, ja, diese Woche am Samstag ist es gestartet. TurnTech gibt es gerade zu gewinnen. Ist ja eigentlich für so Freunde von so Knobelspielen wie diesem hier, ja, eigentlich eine heiße Empfehlung, weil TurnTech ist auch ein Knobelspiel. Zwar ganz anders, gebe ich zu, aber durchaus sehenswert. Also, wie gesagt, Abo da lassen, am Gewinnspiel teilnehmen. Ich würde mich freuen wie Bolle. Und über einen Kommentar freue ich mich auch. Und über ein Like übrigens auch. In diesem Sinne, meine Lieben, mein Name ist Captain Bam. Ihr seid die Besten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.